So, willkommen zurück. Wir fahren weiter. Truck und Hatzl ist auch noch mit dabei. Juhu. Ich fahre jetzt von Salzburg nach, vergessen schon wieder, Stuttgart. Ich kriege wieder 6000 Öcken dafür. Das ist aber nicht so viel. Also bei mir regnet es gerade. Ich habe Sonne. Ich glaube, es ist morgen. Nee, doch. So, rechts muss ich. Okay. Hoppala, hoppala. Einschlagen. So, rote Ampel. Na toll. Mein Lenkrad ist ja pink, was war denn da? Ein Valiant, oh Gott. Was ist ein Valiant für ein LKW? Gibt's den denn echt? Ich weiß, manche Marken sind ein bisschen abgeändert, wo sie die Dinge bekommen haben, die Lizenz. Ja. Aber scheiß drauf. Das finde ich ja bei so alten Spielen, bei alten Fußballspielen auch immer so lustig, wenn sie irgendwelche deutschen Namen, was man ja kennt, wie Klinsmann und so weiter, irgendwie anders betiteln. Das finde ich auch mal lustig. Ich weiß, ich habe gerne Pro Evolution Soccer gespielt. Ich war nie ein FIFA-Typ, ich habe immer Pro Evolution Soccer besser gefunden, weil es anscheinend realistischer war und was nicht alles. Und ich fand es halt. Und da, was, da hatten sie die Lizenz von den Spielern nicht, aber da konnte die Spieler umbenennen. Ich habe da meine Mannschaften umbenannt und deutsche Nationalmannschaften umbenannt und halt alle, die ich finde, halt wichtig fand. Genau. Haben wir immer auch lustig, und man kann die auch bearbeiten, die Spieler bearbeiten. Ich habe dann so großartige Spiele wie Ronaldo und so, die mir halt am Geist gegangen sind, hoppla hoppla hoppla. Weil immer voll die Eigenschaft runtergeschraubt. Das ist ein bisschen gecheatet. Ja, also ich habe da auch nicht ernsthaft gespielt, ich habe die ganze Zeit Freundschaftsspiel gedruckt, was anderes habe ich am Bock gehabt. Ich habe das Spiel vielleicht immer 10 Minuten am Stück gespielt. Und ich fand es auch lustig, man konnte seine eigene Mannschaft machen. Ja, das war cool. Da hatte ich den ersten FC GameStar. Oh! Nein, das war, glaube ich. Nee, das war ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, GameStar zu lesen, habe halt dann die ganzen Redakteure reingebaut, wirklich nachgebaut, die ich halt so kannte. Wie der Fabian Siegesmund und so weiter. Ja, genau, der war auch dabei. Ah. Einer der Stürmer. Ja, hallo, Fabian, erstmal grüßen, wa? Ich glaube, ja, genau, hi Fabian, jetzt weiß er noch mehr von mir. Ja. Oh mein Gott. Nee, aber ich glaube, auf die Idee bin ich dann auch gekommen, nachdem ich die eine Redaktion, ich muss ja auch sagen, es ist ziemlich lustig. Ich habe, glaube ich, mein erstes GameStar-Heft war das erste mit der allerersten, die Redaktionsfolge drauf oder das ein Heft davor oder so. Und zwar, weil ich das Spiel Codename Panzers auf Kabel 1 in der Werbung gesehen habe und das absolut geil fand. Also ich war schon immer ein Fan, so Zweiter Weltkrieg, Militär und Strategiespiele. Da gab es dann auch noch Panzer und war ganz aus dem Häuschen. Die Werbung sah auch lustig, also lustig, sagen wir, interessant aus. Und wollte mal informieren, was ist denn das für ein Spiel? Und hab dann zufällig bei uns in der Trafik, also das ist so Tabakwarenladen, weil bei uns kann man keine Zigaretten im Supermarkt kaufen, nur in diesen speziellen Läden. Aha. Und da gibt es eben auch Zeitschriften und Büroartikel und Schulzeug. Also ich glaube, ich habe irgendwie ein Heft gekauft für die Schule und fand halt dann ganz groß GameStar und stand dann ganz fett drauf, Panzers, der große Test und darunter noch Demo. Und ich so, oh geil, ein Demo. Das muss ich mir gleich holen. Hab mal das Heft gekauft und bin dann echt so zum GameStar-Leser geworden und bin dann, glaube ich, die nächsten zwei Jahre jeden Monatsbeginn dreimal zur Trafik gedackelt und habe mir das Heft geholt. Dreimal, weil meistens war es so, dass ich immer einen Tag zu früh war, weil es ewig gedauert hat, bis das blöde Heft da war. Hieß immer, am 1. ist es verfügbar, meistens war es bei uns erst am 7. da. Ja. Aber es war trotzdem ganz lustig immer. Und bin halt dann auch so, habe halt dann auch angefangen, die Redaktion immer zu gucken, die DVD immer zu gucken oder CD oder was damals noch war. Und fand es eigentlich immer ganz lustig, also weil die ersten Folgen, also ich habe die DVD auch daheim, diese Sammler-DVD, die war ja wirklich genial. Also so Folgen wie die Counter-Strike-Folgen oder eben das Wunder von München, also das waren einfach Sachen, da ist, glaube ich, auch der große Aufschwung von GameStar mit drin gewesen, ja. Quasi. Ich lese auch gerne. Weil, na, aber es ist ja, glaube ich, auch so, ich glaube, da hat auch, haben ja so viel von diesen Leuten, haben ja da eigentlich angefangen so als Laienschauspieler und sind ja dadurch ganz schön bekannt geworden. Also jetzt nicht nur Fabian, aber eben Fabian zum Beispiel war ja auch bei K11 schon dabei. Da gibt es eine Serie, ich glaube zwei Folgen, wo er mitspielt. Bei einer Richterserie war er dabei. Ich glaube bei Broken Comedy hat er mitgespielt, eben dann in einem Film. Stimmt, ja, genau. Von Rookie Fast Platt, also mit Axel Stein sogar. Der ist eben auch von diesem Tommy Krapp, weiß der auch in Hoppers mitgespielt hat, also da hat er ja einige kennengelernt, und aber auch Michael Graf und die anderen sind ja dadurch auch ein bisschen in die Szene gekommen. Und ich weiß nicht, irgendwann mal sind Fabian Siegesmund und Michael Graf, glaube ich, zu den besten Laiendarsteller Deutschlands gewählt worden. Das ist cool, ja. Wegen dieser Dinge. Ich glaube, das war auch aufgrund der Spielejäger-Folge. Das war eine der geilsten Folgen ever. Das war, glaube ich, einer der ersten Frontal 21-Berichte über
Killerspiele. Also das war nach irgendeinem von diesen doofen Amokläufen. Und hat dann auch irgendein Politiker dann gemeint, ja, es muss verboten werden und was nicht alles. Und GameStar hat einfach gesagt, ja, das können wir nicht zulassen, wir machen jetzt eine Parodie quasi drauf und haben in dieser Folge quasi so diese Polizeiserien verarscht, wo halt zwei Polizisten sind und ein Kamerateam folgt denen halt. Also das kennen wir ja alle aus so irgendwelchen Toto und Harry-Reportagen oder so. Und ja, die waren ja, die haben sich vorgestellt als Spielefahnder, haben im IDG-Gebäude, also ich weiß gar nicht, was das jetzt steht, das ist der Verlag von ihnen, quasi angefangen, das ist hier Hauptzentrale, die Initiative gegen digitale Gefahren, haben sie es umgetauft. Und dann ging es eigentlich nur darum, dass sie halt versucht haben, ja, Spieler zu jagen und aus dem Weg zu nehmen, zum Teil absolut übertrieben. Da gibt es dann eine Szene, wo sie auf der Straße den Passanten kontrollieren, den Rucksack aufmachen, da finden sie ein Sturmgewehr, Alkohol, Waffen. Ja, nee, kann weitergehen. Ich glaube, Drogen finden sie auch noch, genau. Und dann fällt halt aus seiner Jacke was raus. Also, sie reißen die Jacke auf und dann fallen halt solche Spiele raus wie Sims, Sam & Max, also My Little Pony oder irgend so ein Blödsinn. Und sie so, oh mein Gott, wenn das in Umlauf gekommen wäre. Und dann machen sie dann, glaube ich, auch so einen Vortrag vor Schülern und reden so, ja, Spiele sind gefährlich und was nicht alles. Und dann fragt halt einer, der da ist, ja, ob sie, woher sie wissen, dass das gefährlich ist, ob sie das schon mal eigentlich gespielt haben. Ja. Und dann sagt dann der Spielefahnder, ja, wurdest du schon mal angeschossen? So auf die Art, ja, wurdest du schon mal angeschossen? Nein. Dann weißt du doch trotzdem, dass Waffen gefährlich sind. Also so wollte er es eigentlich sagen. Doch der Junge sagt, ja, von einem Spielefahnder. Ja, also ich sage immer wieder, also um das kurz anzuschneiden, ohne Diskussion auszubrechen, Waffen töten keine Menschen, sondern die Menschen dahinter, also die Waffen benutzen. Und brutale Spiele machen keinen Mörder. Ich spiele ja auch brutale Spiele und ich bin eigentlich der friedfertigste Mensch auf der Welt. Das sind einfach nur, ja, Hintergründe. Aber wie gesagt, keine Diskussion anfangen, einfach nur, man muss einfach das dahinter mal ein bisschen verstehen und ist okay. Ich spiele es gern. Es ist auch ganz was anderes als in echt. Ich muss so sagen, ich bin auch in einem Schützenverein. Ich bin auch beim Roten Kreuz und ich könnte mir ganz ehrlich, könnte mir nicht. Ich wüsste nicht mal, ob ich eine Waffe auf ein Tier abfeuern könnte. In Computerspielen mache ich das ständig, also auch auf Menschen, aber es ist ja nicht real und das, glaube ich, ist was, was die ganzen Leute nicht verstehen. Nee. Es ist nicht real. Ich erschieße da keine Menschen, ich ermorde da niemanden. Das ist Pixelhaufen, der zufällig ausschaut wie ein Mensch, der hat aber keine Gefühle, der hinterlässt keine Familie, der macht gar Nö, das nichts. stimmt, ja. Das ist eine gute Einstellung. Und das ist einfach was, das, glaube ich, diese Elternhirn einfach nicht verstehen. Ich finde, das war früher auch so, da war das Fernsehen das Böse, da waren diese Slasher-Filme, die jetzt absolut normal sind, wo sich keiner mehr aufführt, das Böse. Davor waren es dann irgendwie Pornobücher, Pornofilme, davor waren es Pornobücher, davor war das, keine Ahnung, die Fotografie, also es ist ja, davor war es die Eisenbahn. Es gibt ja immer irgendwas, wo gemeckert wird, vor allem von den älteren Leuten, die sich das nicht erklären können, weil sie sich auch damit nicht beschäftigen. Es gibt also immer wieder Berichte auch gesehen, vor allem jetzt auf den privaten deutschen Sender, die sich da jetzt doch eigentlich sehr auf die Seite der Jugend stellen, weil sie auch wissen, das ist das zukünftige Ja, Publikum. genau. Ich glaube, das ist was, das unterschätzen die staatlichen Fernsehen. Einfach, dass sie vergessen, okay, Moment, haben sie vielleicht das richtige Publikum dafür, um darauf zu schimpfen, um das schlecht zu machen. Doch um ein paar Jahren, ich finde, ich sage es jetzt ein bisschen schlimm, aber dann stirbt diese Klientel einfach aus. Und wir jungen Leute sind die nachkommende Generation, die dann irgendwann mal die Hauptleute sind, die wählen gehen und ähnliches. Die Rente Und dann müssen bezahlen. sich, ja eben, und einfach solche privaten Sender, die haben einfach ein jüngeres Publikum und die haben gemerkt, wenn sie gegen solche Sachen wettern, machen sie sich schlecht bei ihrem Publikum, also haben sie sich jetzt mehr auf die Jungen konzentriert. Und also jetzt, ich wollte jetzt eigentlich keinen Namen nennen, ich sage es trotzdem, ProSieben hat in dem Bereich wirklich Sachen gebracht, die wirklich super waren, die auch einfach mal jetzt die andere Seite gezeigt haben. Ich glaube, der Beitrag, der mich am meisten beeindruckt hat, war, da war ein Lehrer, der war an einer von den Schulen, wo ein Amoklauf war. Und den haben sie Counter-Strike spielen lassen. Und der hat danach selber gesagt, es hat ihm selber Spaß gemacht, da jetzt zu gewinnen. Und er hat sich das nicht gedacht, aber es ist ganz anders, als es in den Medien präsentiert wird. Er sagt selber, das ist ja gar nicht real. Er hat vorher eine ganz andere Einstellung gehabt, aber er hat es dann mal gespielt und es gibt dann auch Berichte über Senioren, die World of Warcraft spielen oder Battlefield spielen, es gibt ja alles Mögliche. Und keiner von denen behauptet, dass das gefährlich sei. Das beste Beispiel für einen alten Battlefield-Spieler, ich habe leider seinen Namen jetzt wirklich total vergessen, aber ich werde es noch nachholen, ist ja einer der Instruktoren für die Battlefield Academy.
ernannt worden. Er ist, glaube ich, 73 Jahre alt oder sowas, hat 3500 Stunden Battlefield hinter sich, also Battlefield 1, 2 und keine Ahnung was, schieß mich tot. Und der ist genauso, der hat die Einstellung, das ist ein Spiel, wo Spaß machen soll und wo man keine Leute tötet, sondern einfach nur irgendwelche Gegner, irgendwelche Pixelgegner, um Spaß zu haben. Punkt. Also es Ja, soll einfach nur Spaß das sein. ist der Rainer. Rainer heißt er, das weiß ich noch. Und zwar, weil er von Fabian auch auf der Gamescom interviewt wurde. Der ist jetzt auch zum DICE-Employee, also der hat auch dieses DICE-Ducktape jetzt bekommen. Also der ist in der Szene doch jetzt auch ganz schon bekannt geworden. Vielleicht vorher schon gewesen, aber ich kenne ihn erst seit dem Gamescom-Video. Und eben, das ist auch ein Beispiel. Genau, ein sehr gutes Beispiel. Und ich glaube einfach, dass die meisten Politiker, ist das auch scheißegal, und die lassen sich halt von ihren Beratern da irgendwas sagen, die können auch gar nicht alles testen. Ein Politiker kann nicht bei jedem Thema up to date sein. Und die Berater, die haben vielleicht auch keinen Bock und die nehmen halt dann einfach die Klischees. Ja, Denn das ist halt was, was ich mir vorstellen kann. Halt einfacher, Klischees zu behandeln, ist halt einfacher oder vorzuschieben, als wenn man sich selber mal darum sich kümmert, um sich einzuarbeiten. Weil das ist ein sehr großes, umfangreiches Gebiet. Spiele. Und ich finde, Spiele sind Kunst. Und wenn man Zensuren anbringt, ist es eine Vergewaltigung der Kunst. So bin ich Das aber ist ja eingestellt. eigentlich, ich verwundere es ja, dass in Deutschland keiner vor den Bundesgerichtshof geht und eine Verfassungsklage einlegt. Weil in Österreich, bei uns, wenn das irgendwer machen würde, ein Theaterstück, ein Film oder ein Spiel zu zensieren, dann gäbe es so einen Aufstand, weil es ist Zensur, es ist staatliche Zensur. Das ist einfach was, das geht einfach nicht. Ich meine, okay, im Endeffekt machen es die Entwickler selber, weil sie ja auch wollen, dass ihr Produkt verkauft wird. Aber es ist einfach auch unterstützte Zensur vom Staat. Also Nee, ich, und ja. was ich jetzt auch sagen wollte zu den Beratern, die gehen dann teilweise auch zu dubiosen Instituten hin, die dann auch ganz schön wetten. Ich finde, ihr wisst ja, Fabian ist da mit dem Institut ein bisschen aneinander gekracht. Aber ich möchte jetzt da keinen Namen nennen, aber die sind auch schon bei Frontal 21 öfters aufgetreten, haben irrsinnigen Scheiß erzählt. Und das ist eine echt dubiose Firma, weil zum Beispiel sollten diese Firma auch für die katholische Kirche die Missbrauchsfälle aufklären. Die haben aber so einen Scheiß gemacht, dass dann nach einem Jahr die katholische Kirche die Zusammenarbeit gestrichen hat. Also sagen, sie wollen mit dieser Firma nichts mehr zu tun haben. Die haben nur geschlampt. Also das ist so eine dubiose Firma und ich verwundert, aber das hängt bei mir ein bisschen an, dass dann die deutsche Regierung und auch deutsche staatliche Medien zu solchen Instituten hingehen. Und wie gesagt, das ist ein Zahn der Zeit. Ich lege dafür meine Hand ins Feuer. In 10 Jahren oder in 15 Jahren ist das kein Thema mehr. Dann ist es, keine Ahnung, die virtuelle 3D-Brille oder das, keine Ahnung, was auch immer, das ins Weltraum fliegen. Das ist dann das Böse. Dann sind die Computerspiele ja akzeptiert. Kurz Zwischeninfo, ich habe gerade 350 Euro bezahlen müssen für ein Überfahren der roten Ampel. Was machst du denn auch Mist. so? Böser Hatzel. Ja, also bitte sowas nicht im Real Life machen, das kostet richtig Geld und teilweise auch den Führerschein. Es, Und ja. boah, ich weiß es gar nicht, aber das habe ich glaube ich gar nicht. Also, wir haben zwar alle möglichen Dinge gelernt im Führerscheinkurs, was wie viel kostet. Ich glaube, wir fahren der roten Ampel war gar nicht dabei. Aber Das weiß ich jetzt nicht. ich denke, wir können trotzdem wegen der Sache, wegen Zensur und so weiter, können wir ja so einen kleinen Link einfügen. Da haben wir doch mal über FSK und PEGI geredet. Das könnten wir eigentlich, glaube ich, hier machen, oder? Ja, das war ein Livestream. Ich habe auch. Könnt jetzt einfach rüberschalten zum Harald, da haben wir nämlich auch dieses Thema angeschnitten. Also, da war mir eigentlich der Vergleich USK und PEGI, also wie sich es aktiv für mich anfühlt, weil ich habe ja beides hier in Österreich. Wir haben einerseits ja PEGI, wir haben andererseits aber auch die USK. Es kommt eben darauf an, welches Geschäft man geht. Genau. Und das wissen eben, also die Leute, die es auch, sagen wir es mal so, auch laut der Freigabe spielen dürften, wissen das auch und nutzen dieses Recht natürlich auch. Wenn bei uns ist es ja auch so, dass zwar in den deutschen, also in denen, wo die USK ist, ist es nicht so, aber in denen, wo es das PEGI gibt, PEGI ist ja eigentlich nur ein Hinweis und so wird es auch gehandhabt, wenn man sich ein Spiel kauft, bei der PEGI-Anweisung ist 18 ist und man ist 6, wird es einem trotzdem verkauft, weil es ist ja nur ein Hinweis. Ja, genau. Aber das ist eben die USK nicht. Die USK ist eben nach, also gesetzlich so verankert worden, nach einem Amoklauf, dass das wirklich auch recht ist. Das heißt, es ist eine Schutzmarke wie jetzt zum Beispiel auf Zigaretten, also dass die einfach nicht früher verkauft werden dürfen, ist eben die US-PEGI nicht. Ja, das können wir, glaube ich, hier unten links gerade mal verlinken, das PEGI und Wenn USK. ich es nicht vergesse, sofort in die Kommentare schreiben. Ich produziere ja vor.
kann durchaus mal passieren, dass ich da was vergesse. Bitte einfach in die Kommentare schreiben und dann weiß ich das schon und dann füge ich das noch nachträglich ein. Kann man ja machen. Perfekto. Perfekto. Und perfekto ist auch, da ist jetzt eine Ampel, da bleibe ich jetzt stehen und das ist genau rot. Perfekt. Und zwar ist nämlich die Folge wieder zu Ende. Schade. Ja, wir machen aber gleich noch weiter, oder? Ich denke schon. Wir sind hier sehr gut. Gut drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.